weiß und nicht. Emily Cornelly liebt es, ihr Pony Rocco zu striegeln. Sehen, was sie macht, kann sie nicht mehr. Vor einem Dreivierteljahr hatte die 13-Jährige einen schweren Reitunfall. Seitdem ist sie nahezu blind. Ich rede immer meistens immer mit den Pferden, sodass sie wissen, dass ich komme. Ja. Ich mache jetzt alles durchs Fühlen einfach. Ja. Seit dem Unfall ist Emily auf die Hilfe ihrer Mutter angewiesen. Bei einem Spaziergang mit einer anderen Reiterin und zwei Pferden schert eines der Tiere aus. Emily bekommt eine Hufe frontal ins Gesicht. Die Ärzte der Mainzer Uniklinik versuchen, das zertrümmerte Gesicht zu retten. Ein Auge verliert sie. Bei dem anderen ist der Sehnerv so zerquetscht, dass Emily nur noch hell und dunkel erkennen kann. Nach 3 Monaten im Krankenhaus hat sie nur einen Wunsch. Ich bin vom Krankenhaus direkt entlassen worden und dann habe ich meiner Mutter gesagt, ich muss zu meinen Pferden. Weil mir bedeuten meine Pferde sehr viel und ich möchte Reiten nicht wegen so einem Unfall aufgeben. Ihre Mutter Christine Kiern Cornelly hat dafür Verständnis. Ihre Tochter reitet, seitdem sie 4 Jahre alt ist. Gibt's da noch einen? Der Stall gehört der Familie. Emily verbringt ihre ganze Freizeit mit den Pferden, reitet Dressur erfolgreich. Genau. Dann kannst du wieder ein bisschen nach rechts, nach außen. Ihr größter Wunsch, auch als blindes Mädchen, will sie an Turnieren teilnehmen. Kopf hochlassen, Emily. So ist gut. Beim Dressurreiten wird sie jetzt von ihrer Freundin geführt. Emily will an ihre früheren Erfolge beim Reiten anknüpfen und den Alltag meistern. Nur 4 Monate nach dem Unfall geht sie wieder zur Schule. Emily, die heilt einfach so gut und ihr Körper ist ein richtiges Wunder, was ihr Körper da schafft. Die ist unglaublich stark und einfach auch willensstark. Sie möchte alles wieder können. Emily kämpft sich in ihr Leben zurück. Alles ist anders. Unter der Woche besucht sie ein Internat für Sehbehinderte, kommt nur noch am Wochenende nach Hause. Neben Schulunterricht bekommt sie auch Lebenshilfe. Man kriegt aber auch beigebracht, wie man Geldmünzen zum Beispiel unterscheiden kann und Geldscheine unterscheiden kann. Ja, man kriegt auch ein bisschen beigebracht, wie man mit dem Blindenstock umgeht. Das sind so die ganzen wichtigen Sachen, wo man halt als Blinder und als Sehbehinderter halt lernen muss, dass man halt im Alltag gut zurechtkommt. Zu Hause in Mehlingen ist ihr die Arbeit mit den Pferden am wichtigsten. Und ihr Pony Rocco ist für Emily die beste Medizin. Mit erquetschen. Thank you.